Sölala, hi Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Es geht weiter mit unserer Suche nach Gold. Fragen wir mal, ob er ein Schausteller ist. Sind Sie der Schausteller, von dem Meister Markus mir erzählt hat? Ich weiß nicht, von was für einem Schausteller dir dein Meister Markus erzählt hat, aber ich bin auf jeden Fall einer. Francis Philipp Wuppermann, mein Name. Man nennt mich auch Francis den Erstaunlichen. Aber meine kleine Jahrmarkt, die betreibe ich nur noch nebenbei. Vor allem bin ich Wahrsager. Wahrsager. Meister Markus sagt, Sie seien sehr Stimmt reich. Stimmt es, dass Sie sehr reich sind? Warum fragst du? Willst du mich ausrauben? Ja, nein. Müssen Sie das als Wahrsager nicht wissen? Müssten Sie doch wissen, ob ich Sie ausrauben möchte, oder? Du gefällst mir. Natürlich weiß ich es. Ich glaube... Nein, du willst mich nicht ausrauben. Oh doch. Aber was willst du dann? Ich brauche einen Haufen Gold, um in der Zauberschule aufgenommen zu werden. Einen Haufen Gold? So. Ich habe so viel Gold hier. Aber das ist der Hauptpreis beim Glücksrad. Das kann ich dir nicht so einfach geben. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Ja, klar. Sie können wirklich können die Zukunft Sie voraussagen? Wirklich die Zukunft voraussagen? Natürlich. Leute aus dem ganzen Land fragen mich um Rat. Und ich gebe ihnen gute Tipps für gutes Gold. Und was wollen die Leute wissen? Sie wollen zum Beispiel wissen, ob der Preis für Brot steigen wird. Dann sage ich ihnen, ja, der Preis wird steigen. Dann kaufen sich alle Vorräte und der Preis steigt tatsächlich. Faszinierend. Oder die Frauen wollen wissen, welche Farbe die Farbe der nächsten Saison sein wird. Ich weiß es immer. Wenn Sie also sagen, im nächsten Jahr werden alle Frauen grüne Kleidung tragen. Dann tragen alle grüne Kleidung. Sie müssen ein sehr guter Wahrsager sein. Ich glaube der nicht. Beste. Würde man mir sonst so viel Gold für meine Vorhersagen zahlen? Können Sie mir vielleicht, Sie meine, mir Zukunft vielleicht sagen? Meine Zukunft vorhersagen? Ich würde mich sehr freuen. Ich sehe, dass ich es kann. Wow. Aber ich habe kein Gold. Kein Problem. Ich habe gesehen, dass das heute aufs Haus gehen wird. Ui, unheimlich. Also komm. Hokus pokus. Ich sehe die Zukunft. Was willst du wissen? Welche Frage werde ich in die Zukunft als nächstes sehen stellen? Können, dann sagen Sie mir bitte, welche Frage ich als nächstes stellen werde. Du, also... Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Tut mir leid. Ah, das ist aber doof. Deine Frage war vielleicht etwas zu speziell. Meine Gabe ist sehr schreckhaft. Trotzdem danke. Das war sehr interessant. Ich habe da so ein Gefühl, als würde hier nicht alles mit rechten Dingen zugehen. So, komm. Ich kann die Kugel nicht einfach mitnehmen. Der Schausteller würde bemerken, dass sie nicht mehr an ihrem Platz steht. Tauschen wir sie gegen das Werbegeschenk aus. Wie soll ich das machen, ohne dass dem Schausteller etwas auffällt? Keine Ahnung. Lass dir was einfallen. Der Schausteller trägt seltsame Kleidung. Die faltige Haut erzählt von einem Leben im Freien. Die Lachfalten zeugen von Humor. Ja komm, lass uns nochmal reden. Moin! Was geht, Digga? Wilbur, was kann ich für dich tun? Gib mir dein Gold. Darf ich einmal Glücksrad spielen? Darf ich vielleicht einmal Glücksrad spielen? Aber sicher. Wie funktioniert das? Wie du siehst, gibt es verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün und Blau. Okay. Du sagst mir, auf welcher Farbe das Rad stehen bleiben wird. Schaffst du das dreimal hintereinander, gewinnst du den Jackpot. Ist es nicht ziemlich unwahrscheinlich, dreimal hintereinander die richtige Farbe zu raten? Wäre es einfach, wäre der Hauptpreis auch kein Sack Gold. Also gut. Welche Farbe willst du? Ich glaube, beim ersten Mal treffen wir Grün. Es wird ein grünes Feld sein. Also gut, los geht's.
Nein. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es noch einmal versuchen? Na gut, einmal aber noch. Aber nur noch einmal. Gern. Welche Farbe willst du? Ich glaube, diesmal ist es gelb. Es wird ein gelbes Feld sein. Also gut, los geht's. Und, komm schon. Gelb. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es noch einmal versuchen? Es bleibt schon wieder auf dem roten Feld stehen. Aber gut. Nur noch einmal. Gern. Welche Farbe willst du? Rot. Es wird ein rotes Feld sein. Also gut, los geht's. Es war immer rot. Es muss wieder rot werden. Das war leider Willst du es noch einmal Nein. Lieber nicht. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Wie du meinst. Du kannst es gern später nochmal probieren. Sehr gut. Irgendwie muss ich da... Was ist das da? Da ist irgendwas Haariges drin. Ein Käfig mit Haaren? Hier ist ein kleines Schildchen. Bertram, der dickste Hamster der Welt. Das glaube ich. Ui. Ich weiß nicht, ob Bertram wirklich der dickste Hamster der Welt ist. Ich vermute aber, dass er auf jeden Fall vorne dabei ist. Ja, wahrscheinlich. So ist er, der Bertram, ne? Der ist so ein alter Partylöwe. Ein leerer Käfig, wie es scheint. Auf dem Schild steht Siggi, das unsichtbare rosa Eichhörnchen. Bissig, bitte Abstand halten. Siggi geht es gut, denke ich. Streichel ihn mal, Siggi. Aber was haben wir da in dem großen Käfig? Der Käfig ist mit Stroh ausgelegt. In ihm liegen einige Taubenfedern und jede Menge, naja, was Tauben halt so hinterlassen. Taubenleichen? Ich nehme nur eine Feder. Eine große, unbeschmutzte. Okay. So, wir haben eine Taubenfeder. Sonst ist nichts Interessantes mehr im Käfig, sofern ich nicht ein paar Fußballplätze düngen will. Ach du, jetzt gerade so, spontan. Welches Pony auch immer diesen Wagen zieht, ich würde mich nicht auf eine Schlägerei mit ihm einlassen. Das ist, glaube ich, kein Pony, das ist glaube ich, eher ein Flugzeugträger. So, ich sehe jetzt hier soweit erstmal nichts. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Ich habe meine Feder gefunden. Kann ich mit der Feder irgendwas machen? Scheint nicht so. Würde mir der Weltvergrößerungstrank hier helfen? Ich glaube auch nicht. Kann ich mir vielleicht, von dir vielleicht die Lottozahlen vorhersagen lassen? Meister Wilbur, Meister Beutlin. Hallo. Ah, Wilbur, schön, dich zu sehen. Wilbur, was kann ich für dich tun? Was hat diese Käfige auf sich? Was hat es mit denen auf sich? Oh, früher gehörten die Tiere zu meinem Jahrmarkt. Aber seit ich mein Geld mit Vorhersagen verdiene, sind sie nur noch mein Hobby. Außer die Tauben natürlich. Was ist mit den Tauben? Die Tauben bringen meine Prophezeiungen ins ganze Land. Ich arbeite fast nur für Leute, die ich nicht persönlich kenne. Warum das? Naja, wie soll ich sagen? Sollte eine Prophezeiung vielleicht doch einmal nicht eintreten, dann ist es doch besser, weit weg zu sein, oder? Da hast du recht. Der Bertram, sagen Sie ist mal, ziemlich dick, Ihr oder? Hamster, der Bertram, ist der nicht ziemlich dick? Natürlich. Es ist sogar der dickste Hamster der Welt. Aber ist der Käfig nicht viel zu klein für ihn? Nein, Bertram mag's gemütlich. Und er bewegt sich eh nicht sonderlich viel. Wie sollte er auch? Ja, da hat er recht. Ich glaube, mit dem Eichhörnchen stimmt das nicht. Kann es sein, dass mit dem Eichhörnchen etwas nicht stimmt? Meinst du? Sieht eigentlich ganz normal aus. Vielleicht funktioniert die Kugel aus der Zaubererschule besser. Mit seinen anderen Vorhersagen konnte ich nicht viel anfangen.
Ja, ich habe ja leider das nicht durchgesehen. Ich dachte, das darf man nur einmal eines raussuchen. Dir geht es doch gut, oder? Hoffentlich ist nichts mit ihm. Es ist so ein beeindruckendes Tier. Findest du nicht auch? Ja, ja. Woher wissen Sie, dass das Eichhörnchen rosa ist? Wissen Sie, dass das Eichhörnchen rosa ist? Haben Sie es schon mal gesehen? Das nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass es rosa ist. Die rosafarbenen trifft man am häufigsten an. Ah ja, das ist natürlich logisch. Können Sie überhaupt eine Farbe haben und unsichtbar sein? Die Zoologen sind sich darüber noch nicht im Klaren. Noch ist es ein Mysterium, könnte man sagen. Ist schon voll der Checker. So, schauen wir mal, ob das Werbegeschenk jetzt besser funktioniert. So, dann Meister. Meister Schausteller. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Das ist noch eine Vorhersage für mich. Können Sie mir noch Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Hokus pok. Das sieht ganz anders aus als beim letzten Mal. Herr Wuppermann. Hallo. Er scheint völlig weggetreten zu sein. Ob ich ihm Fragen stellen kann? War das die Antwort auf meine Frage? Können Sie auch sprechen? Also gut. Werde ich den Erzmagier treffen? Werde ich meine Mission erfüllen und dem Erzmagier den Ring geben? Wie? Nicht? Aber dann wird alles umsonst gewesen sein? Jetzt nickt er. Nein, auch nicht? Okay. Mir wird bei diesem Abenteuer doch nichts Schlimmes passieren, oder? Wird mir in diesem Abenteuer noch etwas Schlimmes zustoßen? Oh oh. Werde ich verletzt? Oh oh. Werde ich sterben? Na gut, die Zeitangabe war nicht wirklich präzise. Dann sagen Sie mir... Ich muss eingeschlafen sein. Entschuldigung. Sie wissen nichts mehr? Wissen? Wovon? Ach, gar nichts. Passt schon, alles okay. Ich glaube, dieses Mal hat er wirklich die Zukunft gesehen. Aber er scheint nach einigen Fragen wieder aufzuwachen. Das ist die Kristallkugel aus der Zaubererschule. Okay, als Werbegeschenk bekommen. Hallo. Dann schauen wir nochmal. Wilbur, was kann ich für dich tun? Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Er ist wieder in Trance. Wenn Herr Wuppermann immer nach ein paar Fragen aufwacht, muss ich mir ganz genau überlegen, was ich ihn frage. Ich glaube, das kann ich. Was? Ist die Farbe nicht blau oder ist es blau? Ist die Farbe nicht blau oder ist es blau? Ja. Also eines von beiden. Das hilft mir weiter. Aber auf dem Rad ist die Farbe schon. Ich bin gut in sowas. Können Sie mir bitte noch... Aber gern. Oh. Okay, schauen wir mal. Ja. Er ist nach 5 Fragen wieder aufgewacht. Also muss ich mit 5 Fragen die 3 richtigen Farben herausbekommen. Ist es grün? Ja. Kommen wir zur nächsten Runde. Grün. Ist es gelb? Nein, okay, also grün. Ist es grün? Einmal grün. Also zweimal grün. Kommen wir zur nächsten Runde. Zweimal grün. Ist es rot? Es ist nicht rot.
Ist es blau? Was ist nur los mit mir? Ich muss... Ach, das macht doch nichts. Können Sie mir bitte... Aber oh. Okay. Das kriegen wir hin, Ja, und er ist wieder in Trance. Er ist... Also, ist es grün? Moin. Das ist rot. Es rot? Okay, also ich muss es beim ersten Mal richtig haben. Oh Gott. Das ist gelb, es gelb oder rot? Also blau. Kommen wir zur nächsten Runde. Wie soll ist es rot so? Oder grün? Ist es rot? Wenn ich rot frage? Nein. Was ist nur los? Ich habe 5 Fragen, um 4 Runden rauszukriegen. Ach, das macht doch. Okay. Können Sie mir bitte noch einmal die Doppelgirl? Oh. Er ist wieder in Trance. So. Ist es rot? Ist es grün? Kommen wir zur nächsten Runde. Okay, 2 Fragen haben wir schon weg. Das heißt, ich habe jetzt noch 3 Fragen, um 3 Durchgänge rauszufinden. Ne, 3-mal muss ich richtig liegen, oder? Ah. 3-mal richtig liegen. Okay, das heißt, ich habe noch 3 Fragen, um 2 Durchgänge rauszukriegen. Also grün. Ist es blau, ist es oder, blau rot? Oder rot? Ist es blau? Okay, grün-blau. Kommen wir zur nächsten Runde. Grün-blau. Das muss ich richtig liegen. Grün-blau. Ist es rot? Grün-blau. Okay, das letzte Mal muss ich raten. Grün-blau machen wir gelb. Ach, das... Können wir noch eine Runde Glücksrad spielen? Gerne auch 2, mein kleiner Freund. Okay. Grün, blau, gelb. Ich versuch gelb. Welche Farbe willst du? Grün. Es wird ein grünes Feld sein. Also gut, los geht's. Schau mal, ob ich richtig lieg. Hervorragend! Du hast richtig getippt! Siehst du, so schwierig ist das gar nicht. Also weiter. Nur noch 2-mal richtig tippen. Welche Farbe willst du? Gib mir blau. Oh, es wird bitte. Ein blaues Feld sein. Also, los geht's. Entschuldigung. Und. Unfassbar. 2 Siege hintereinander. Weißt du, was das heißt? Nicht genau. Hat es etwas mit dem Raum-Zeit-Kontinuum zu tun? Es heißt, dass du nur noch einen Sieg davon entfernt bist, einen Haufen Gold zu gewinnen. Oh, dieser Druck. Welche Farbe willst du? Es wird ein gelbes Feld sein. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht rausgefunden. Das ist bestimmt jetzt falsch. Ja, das ist jetzt langsam. Grün. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es noch einmal? Aber nur noch gelb. Okay. Es wird ein grünes. Mal schauen, ob es jetzt gleich bleibt. Ich klicke das jetzt einfach mal so schnell durch, weil es ist, glaube ich, nicht so unterhaltsam, als ich das... Nee, okay, also muss man vorher... Das müssen wir dann wieder von vorne anfangen. Lieber, wie du meinst, du kannst... Ja, ich kann es gerne später nochmal versuchen. Aber ich würde sagen... wir versuchen jetzt noch das rauszufinden. So, komm, zack, geh hin. Wilbur, wir schaffen Hallo. Das. Ja, moin. So, sag Können mir Sie die mir Zukunft bitte, voraus. Oh. Und... Er ist wieder in Trance. Wie immer. So. Ist es gelb? Gelb? Nein.
Ist es blau oder gelb? Nein. Okay, das ist schon zu viele ist Fragen es grün? Vergeigt. Kommen wir zur nächsten Runde. Grün. Ist es rot? Okay, grün-rot. Eine Frage habe ich noch. Kommen wir zur nächsten Runde. Grün-rot, 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 grün-rot. Ist es rot? Rot? Okay, dann passt es nicht. Ja. So. Können Sie mir... Ja, komm. Oh, Mann. Er ist wieder... Wie kriege ich das am besten raus? Ich habe zwei Möglichkeiten, blau oder rot. Ich kann aber dann keins ausschließen von beiden. Das heißt, ich muss blau Kontroll fragen. Das erste ist bestimmt wieder grün. Scheiße. Ich meinte natürlich Mist. Ist es blau? Okay, zwei Fragen weg. Blau. Kommen wir zur nächsten Runde. Blau. Ist gelb? Es gelb? Nein. Ist es blau? Ist es grün oder blau? Also wäre es rot gewesen. Wie soll ich das mit fünf Fragen bitte schon schaffen? Ist ja. Können Sie mir aber gern. Oh. Ja, komm. So. Er ist wieder in Trance. So, grün oder gelb? Ist es grün oder gelb? Nein, beides nicht. Ist bestimmt rot? Blau. Kommen wir zur nächsten Runde. Blau. Ist es rot oder grün? Rot oder grün, blau. Tippe ich einfach auf rot. Blau-rot. Ist es rot? Okay. Blau-grün. Kommen wir zur nächsten Runde. Blau-grün. Blau-grün. Ist es rot? Rot? Blau-grün-grün. Versuchen wir blau-grün-grün. Scheiße. Ach, da... Können wir noch... verdammt. Welche Farbe? Blau. Es wird ein blaues Feld sein. Also gut. Los geht's. Ja, blau. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl hierbei. Blau. Hervorragend. Du hast alles. Welche Farbe willst du? Blau. Grün. Es wird ein grünes Feld sein. Also gut. Los geht's. Unfassbar. Nicht genau. Es heißt... Gut. Welche Farbe... Es wird ein grünes Feld sein. Also gut. Nein, zu schnell, blau. Ah, das war leider völlig daneben. Nein. Wie du meinst, du kannst... Mensch. Ja, komm. Es ist doch also hier... Mit fünf Fragen. Hallo. Ich komme da nicht drauf. Das überfordert mich gerade. Können wir nochmal die Zukunft voraus, mein Freund. Oh, wie so ein Zombie startet. Er ist wieder in Trance. So, ist es gelb? Okay, wir haben beim ersten richtig getippt. Sehr schön. Kommen gelb. Wir zur nächsten Runde. Gelb. Ist es grün oder gelb? Okay. Ist es grün? Okay, gelb-grün. Kommen wir zur nächsten Runde. Gelb-grün. Gelb-grün. Ist es rot oder grün? Gelb-grün. Gelb-grün. Ist es blau? Gelb-grün-blau. Okay, jetzt haben wir's. Wir haben's. Gelb-grün-blau. 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 Merken. Können wir noch ein... Gelb-grün-blau. Gelb! Ja, komm, mach hin! Welche Farbe? Gelb! Es wird ein gelbes Feld sein. Also gut, los geht's!
Gelb, grün. Grün als nächstes, grün. Verdammt nochmal. Ich bin so aufgeregt. Gelb. Hervorragend. Also, gelb. Gelb, grün. Es wird ein grünes Feld sein. Sicher. Los geht's. Und blau. Blau als letztes. Blau. Gelb-grün. Unfassbar. Ja. Es hat. Und jetzt kommt blau. Welche Farbe? Blau. Es wird ein blaues Feld sein. Also gut. Luft geht. Ja. Ich bin hier gerade. Ich stehe gerade ziemlich unter Druck. Blau. Blau. Ich glaube es einfach nicht. Die Chancen dafür stehen. Ungefähr 1 zu einer Million. 1 zu einer Million? Exakt. Vielleicht kannst du auch in die Zukunft sehen, so wie ich. Bestimmt vielleicht nicht so gut wie sie. Bekomme ich nun meinen Haufen Gold? Aber sicher, du hast ihn dir verdient. Vielen Dank. Ich presse jetzt meinen Hut. Okay. Wir haben einen Haufen Gold gemacht, Leute. Das ist ein hartes Stück Arbeit gewesen. Und ich würde sagen, wir haben uns eine kleine Pause verdient. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssikowski. Und ich gehe jetzt Geld ausgeben. Ciao.